Hallöchen, ich habe ein neues Video für euch und zwar geht es um die gekauften, zum Teil schon gelesenen Bücher im Januar 2020. Also meine Neuzugänge aus 2020 im Januar, die zeige ich euch jetzt. Seid gespannt, es sind viele Bücher. Wir starten mit Januar und im Januar sind einige Bücher bei mir eingezogen, noch nicht alle davon gelesen. Ich habe mich auf alle gefreut und ich freue mich auch jetzt noch über alle. Wenn ich die in die Hand nehme und angucke, denke ich mir, ja, genau, möchte ich lesen. Von Mitch Albom, Wer im Himmel auf dich wartet. Ich habe den Vorgänger gelesen, die fünf Menschen, die du im Himmel triffst oder dergleichen. Und ich habe auch den Film dazu gesehen. Ich fand beides grandios und großartig. Deswegen dieses Buch hier. Ich habe von ihm auch noch Dienstags bei Maurice stehen. Beides wird hoffentlich bald gelesen, denn es sind immer sehr spannende Bücher, die tief berühren, die Tiefgang haben, die viel erzählen wollen, viel vermitteln und die einfach, ich finde, einen positiven Blick auf das Leben werfen. Apropos positiv, von Pascal Akira Frank, das kleine Buch vom leichten Leben. Mini-Zen-Rituale, die wirklich glücklich machen. Und damit steht es auch genauso drin, Mini-Zen-Rituale, das heißt, da geht es um so Themen wie Loslassen, wie öfter lächeln, wie das Handy zur Seite legen, die Natur bewusst wahrnehmen. Was haben wir da noch so drin? Nein sagen, wenn man Nein meint. Ja, lauter solche Sachen. Ich glaube nicht, dass es alles ist, was ich ausreichend schlafen. Oh, gerade war ich bei dem Punkt und wollte sagen, es ist nicht so, dass das alles so sinnvoll für mich ist. Okay, ausreichend schlafen ist wichtig für mich und das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Das sollte ich mir gleich mal angucken. Ich wollte das einfach zwischendurch immer mal wieder zur Hand nehmen und das habe ich auch schon getan. Wie ihr an dem Lesezeichen seht, ja, um so ein Stück weit achtsamer im Leben zu sein, mit sich und seinen Mitmenschen, um fröhlich, glücklich durchs Leben gehen zu können und ja, ein leichtes Leben zu haben. Oder zumindest, dass es sich leicht anfühlt. Es muss nicht immer leicht sein. Das entscheiden ja nicht auch immer wir, sondern wir entscheiden zumindest, wie wir damit umgehen. Und das ist sehr, sehr schön, wenn wir das können und so ein bisschen Gelassenheit und Ruhe reinbringen. Meinem Wunsch, doch irgendwie zu schreiben, geschuldet von Doris Dörrie, Leben, Schreiben, Atmen. Eine Einladung zum Schreiben. Habe ich noch nicht gelesen. Ein Musenkuss für alle, die das autobiografische Schreiben für sich entdecken oder perfektionieren möchten. Sehr schön. Ich habe recht viel erlebt in den letzten, ja, 10, 9, wie auch immer Monaten. Auf jeden Fall im letzten und in diesem Jahr schon. Und so ein paar Dinge würde ich ganz gerne da in Worte fassen. Ich hoffe mir von verschiedensten Schreibratgebern, die ich auch noch hier stehen habe, noch nicht gelesen, dass ich wieder mehr Mut kriege zu schreiben und so ein bisschen Inspiration, wie kann ich das in Worte fassen, was ich ausdrücken möchte. Und unter anderem ist eben dann jetzt auch das hier mit am Start. Von Jonas Erzberg, Unheilbar glücklich. Dieser Titel hat mich einfach gepackt. Und das Cover noch dazu. Ich mag zwar dieses Grün nicht so sehr oder dieses Gelb-Grün, aber der Rest, also diese Muster hier drumherum, sehr, sehr schön. Liebe ist die beste Medizin, steht hinten drauf. Und ich lese euch mal eben vor, was der Klappentext so verrät. Als der Hypochonder Konstantin ein Ziehen im Oberbauch verspürt, ist der Fall für ihn klar. Leberkrebs. Im Endstadium. Im Wartezimmer seines Hausarztes trifft er dann Freya, Traumfrau und Yogalehrerin, kurz vor der Abreise nach Thailand. Normalerweise käme Konstantin bei dem Wort Thailand Malaria in den Sinn. Ruhe, Typhus und Dengue. Doch als Freya ihn in ihr Camp einlädt, denkt er an Sonne, Palmen und Sandstrand und beschließt, da er eh bald sterben wird, ihr Angebot anzunehmen. Es beginnt eine Reise, die sein Leben verändert. Ich finde, das klingt herrlich. So dieses Loslaufen, dieses Mal das machen, worauf man in dem Moment Lust hat und das sich einfach richtig anfühlt. Und unheilbar glücklich. Also das ist für mich, ja, der ideale Titel eigentlich für ein Buch. Und ich freue mich sehr darauf, das zu entdecken. Dann ist bei mir eingezogen von Neil Douglas Klotz, das ist zumindest der Herausgeber, Khalil Gibrams kleines Buch vom guten Leben, Weisheitsgeschichten, die Herz und Seele berühren. Das zieht sich so ein bisschen durch. Also ich habe, glaube ich, noch ein, zwei, ich weiß gar nicht, ich glaube noch mehr, in dem kleinere Geschichten drin sind oder kleinere eben diese Mini-Zen-Rituale und so weiter. Hinten drauf steht zeitlose Weisheit, die uns die Augen öffnet und unser Herz berührt. Was bedeutet es wirklich zu leben? Ich hoffe mir sehr, dass es ein schönes Buch wird, das ich mir einfach mal zur Hand nehme und da eintauchen darf in
Weisheiten und selber wieder so ein bisschen über bestimmte Dinge nachdenke und aber da auch wieder einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt weiterkomme. Dann ist bei mir eingezogen von Paolo Cognetti, Gehen ohne jeden Gipfel zu besteigen. Ein Buch übers Wandern bzw. Gipfel zu besteigen eben doch auch, aber nicht immer ganz bis oben hin. Und es geht so ein bisschen um das auch nach innen kehren, nach innen schauen. Mir hat das Buch leider nicht besonders gefallen. Näheres erfahrt ihr in meinem Lesemonat dazu, beziehungsweise in der Zusammenfassung meiner Lesemonate für dieses Jahr, denn ich habe es schon gelesen und ich werde dementsprechend erstmal nicht zu Acht Berge von dem Autor greifen. Das ist nämlich sein Bestseller, den vielleicht manche von euch kennen. Von Mela Dumont ist endlich wieder ein Buch eingezogen, Das Haus aus Licht. Das ist eine Reihe, mindestens zwei Teile, ich glaube aber drei. Ich glaube drei. Steht es vorne drin? Das Haus aus Licht. Es hat mich angesprochen, ich habe schon von Mela Dumont gelesen. Als die Zeit vom Himmel fiel, habe ich von ihr schon gelesen und sehr geliebt. Wirklich sehr, sehr geliebt. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich damals so umhaut und dass es so besonders ist. Und deswegen wollte ich mehr von ihr lesen. Habe zu diesem Buch gegriffen. Hinten drauf steht: Normal, das sind die anderen. Seit sie vor 3 Jahren beinahe in der Psychiatrie gelandet wäre, spielt Lucy ihren Mitmenschen Normalität vor. Und damit ist sie ziemlich erfolgreich. Mit der Zeit gewöhnt sie sich daran, dass sie als Einzige die Lebensenergie der anderen sehen kann. Routiniert ignoriert Lucy das lästige Leuchten, bis Raphael auftaucht, der heller strahlt als je eine Person zuvor. Hat er vielleicht eine Erklärung für das Phänomen? Oh, doch bald muss Lucy feststellen, dass sie selbst noch lesen und so läuft. Hat er vielleicht eine Erklärung für das Phänomen? Doch bald muss Lucy feststellen, dass sie selbst nach den Maßstäben des jungen Magiers keineswegs normal ist. Klingt herrlich und klingt nicht so düster. Ich finde, als die Zeit vom Himmel fiel, war zum Teil ein bisschen dunkler. Und das klingt nach sehr viel Licht. Und da freue ich mich drauf. Gerade eigentlich, wenn die Sonne so sehr scheint und herauskommt. Dann durfte die Trilogie von Jackie Felgood bei mir einziehen. Und zwar rund um die Superheldin Anya. Und ja, Anya, die Protagonistin heißt Anya. Ich habe die Reihe schon gelesen. Auch da erfahrt ihr Näheres dazu in meinem Lesemonat. Dann durften noch zwei Bücher von Jessica Winter bei mir einziehen, und zwar Bis du wieder atmen kannst und Solange du bleibst. Das sind meines Wissens zwei Bücher von ihrer Jeremy und Julia Reihe. Wenn ich es richtig weiß, sind es vier insgesamt. Die ersten zwei sind bei mir eingezogen und ich bin sehr gespannt, wohin sie uns entführt. Von Jessica Winter habe ich noch nichts gelesen. Habe aber schon viel Gutes gehört, deswegen freue ich mich sehr darauf. Wir sind immer noch im Januar. Ich habe im Januar wahnsinnig viele Bücher gekauft, wie ihr merkt. Von Daniel Suarez Dämon, ein Thriller, die Welt ist nur ein Spiel. Eine Trilogie, ich habe den ersten Teil jetzt hier, den habe ich, glaube ich, auch zufällig in der Buchhandlung gesehen. Das war gar nicht so geplant. Ich glaube, das war mein Sturmbuch. Kann es sein? Nee, eigentlich nicht. Sturm war im. Nee, Sturm war, glaube ich, im Februar. Ich habe gedacht, das wäre mein Sturmbuch. Naja, es geht meines Wissens so ein bisschen um so eine dystopische Thriller eben, also so eine dystopische Zukunftswelt, so ein bisschen Richtung The Circle. Was war denn noch so? Ich weiß gar nicht genau. Irgendwie so ein bisschen in der Richtung. Unbarmherzig spannend steht hinten drauf. Genau, irgendwie im Silicon Valley wird irgendwie ein Dämon den gesamten digitalisierten Planeten infiziert. Und der auch tötet. Ja, geht irgendwie so ein bisschen um digitale Dinge, also Computerprogramm, Virus, wie auch immer. Und eben anscheinend sehr spannend und ich glaube auch sehr düster. Wie gesagt, ich glaube sehr düster. Ich habe dieses Buch eigentlich so oft schon empfohlen gekriegt von meinem besten Freund, von meinem Bruder, von diversen anderen Richtungen und dann dachte ich mir, ja, jetzt habe ich es dann doch mal zu Hause, damit ich es auch zur Hand nehmen kann. Wenn ich sehe, das sind so 600 Seiten und es gibt noch zwei weitere Bücher. Ich bin gespannt. Ungefähr die Hälfte ist geschafft vom Januar. Gott, dieses Video wird endlos. Dan Millman, ich versuche mich ranzuhalten. Der Pfad des friedvollen Kriegers, das Buch, das Leben verändert. Auch dies wieder ist ein Buch mit einem wahnsinnig ergreifenden Untertitel. Und auch das wurde mir empfohlen und auch das soll schon weltweit Millionen von Lesern begeistert haben. Es soll eine Reise vom einzigartigen Weg sein. Es soll sein. Genau, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich es gerade lese.
Eines Nachts an einer Tankstelle in Kalifornien, der junge Sportstudent Dan Millman stößt auf einen wunderlichen alten Mann. Eine Begegnung, die zum Wendepunkt in Dans Leben wird. Sokrates führt ihn auf eine abenteuerliche innere Reise durch Licht und Dunkelheit, Triumph und Zweifel hin zum Erwachen in einer neuen grenzenlosen Bewusstheit. So, jetzt. Ja, wie gesagt, Empfehlung. Und ich habe es schon länger auf der Liste stehen und dachte mir, doch jetzt, vielleicht bin ich langsam bereit dafür. Ich muss jetzt nur noch zum Buch greifen. Noch so zwei Bücher, die so ein bisschen, ich bin da bereit dafür. Und zwar beide von Osho, aus welchem Grund auch immer sie unterschiedlich groß sind. Sie sind beide zum Goldman Verlag. Ich verstehe sowas leider nicht. Ist ja keine Reihe, aber ähnlich gestaltet. Beide von Osho. Osho ist ein, ich glaube, tibetischer Mönch. Kann das sein? Ah, das wusste ich gar nicht. Gut, also Osho ist 1931 geboren und 1990 bereits gestorben. Heißt schon seit fast 30 Tagen. 30 Tagen. Genau, 30 Tagen. 30 Jahren tot. Das wusste ich auch jetzt nicht so genau. Habe ich jetzt gerade noch gelernt. Diese beiden Bücher habe ich auf jeden Fall von ihm. Emotionen geht so ein Stück weit. Aber nicht nur um die Emotionen an sich, sondern auch um Psychologie dahinter, um wie man mit Situationen umgeht, wie man mit Ruhe und Gelassenheit jede Situation nimmt. Und bei Liebe, Freiheit und Alleinsein geht es um die Geschlechterrollen bzw. Beziehung, dass einfach Freiheit und Liebe zusammengehören. Um geliebt werden, geliebt sein, Alleinsein in einer Beziehung, um Freiheit, die jeder braucht. Ja, um all solche Themen und ich freue mich sehr darauf. Das nächste Buch sieht dann gar nicht mehr so freudig aus, mit Regentropfen vorne drauf von Hendrik Winter, die Antwort auf vielleicht. Es dreht sich um einen Taxifahrer, der sterbenskranke Menschen, also oder Patienten, nicht sterbenskrank, aber Patienten vor allem täglich zur Chemotherapie fährt und zurück. Dann fährt er eben auch mal Jesse. Wie heißt er? Adam heißt er, der Taxifahrer. Dann fährt er auch mal Jesse. Und das soll wohl eine besondere Geschichte sein, eben mit einer Patientin. Träume sind zum Leben da, aber manchmal braucht man trotzdem einen kräftigen Anstoß. Auch dieses Buch, schon ewig auf meiner Wunschliste, jetzt ist es eingezogen. Auf diesem Buch erkennt ihr gar nicht so viel. Es ist von John Mars, The One. Vielleicht kennt ihr das Cover schon. Das ja, ist so ein bisschen erhaben, die Buchstaben, aber man sieht sie eben nicht, weil sie auch weiß sind bzw. durchsichtig. Es dreht sich darum, dass anhand von der DNA der Menschen der ideale Partner gefunden wird. Und ich glaube, es wird sehr spannend. Es steht Roman drauf, es soll aber sehr, ja, ein bisschen Thriller-mäßig geschrieben sein. Es soll sehr packend sein. Eine Sensations-Story aus Großbritannien über Online-Dating und das Geschäft mit der großen Liebe. Ja. Und ich finde es grandios, dass das weiß und pink ist. Also dieser Buchschnitt ist mega. Und da steht auch drauf, The One wird dein Leben für immer verändern. Genau. Und nach der Lektüre von The One werden Sie den Valentinstag mit anderen Augen sehen. Herrlich. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe es nicht geschafft, das zum Valentinstag zu lesen. Vielleicht demnächst. Es steht eigentlich schon sehr weit oben auf meiner Liste von den Dingen, die ich, von den Dingen, von den Büchern, die ich jetzt lesen möchte. Vielleicht komme ich ja tatsächlich jetzt zu Corona-Zeiten dazu. Von Juli, Leute, für einen Sommer und immer. Ich habe bereits Sternschnuppenträume von ihren hier stehen noch nicht gelesen. Trotzdem steht dieses schon lange auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste und es ist eingezogen. Ein letzter erster Sommer steht hier drauf. Ein Schicksalsschlag wirft Karrierefrau Annika völlig unerwartet aus der Bahn. Überwältigt von ihren Gefühlen flieht sie nach Südtirol und trifft dort auf Samuel. Er ist anders als alle Männer, die Annika kennt. Seine Liebe zu den Bergen ist mitreißend ansteckend. Und bald bemerkt Annika, dass sie von Samuel nicht nur lernt, den Zauber der Dolomiten zu entdecken, sondern auch endlich ihrem eigenen Herzen näher zu kommen. Ein Sommer, eine Liebe, ein Roman zum Lachen und Weinen, zum Träumen und Ankommen. Das klingt so, als würde ich das im Sommer lesen. Noch ist nicht ganz Sommer, aber bald und dann werde ich das verschlingen. So, es geht Schlag auf Schlag immer wieder irgendwie in eine düstere Richtung. Als nächstes Blake Crouch, Psychose. Noch ungelesen, aber auch da eigentlich ein Wayward Pines Thriller. Vielleicht seid ihr da schon ein bisschen drüber gestolpert. Ich habe mitgekriegt, das gibt es sogar als Netflix-Serie, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist eigentlich eine Trilogie, das ist der erste Band. Ich habe auch bisher nur den ersten Band gekauft, obwohl ich den Autor bereits liebe. Seit seinem grandiosen Buch Dark Matter, der Zeitenläufer, habe ich gelesen.
Habe ich gelesen und geliebt. Ein besonderes Buch und Cover und Buchumschlag, aber eine besondere Geschichte. Sie hat mich so mitgerissen. Es war echt grandios. Wer das noch nicht kennt, bitte, bitte, bitte unbedingt lesen. Es ist ein Einzelband, 400 Seiten oder etwas mehr. Aber ich habe sie verschlungen. Ich habe sie wirklich, wirklich verschlungen. Und ich bin kein typischer Leser für, da steht sogar Roman drauf, für Thriller, für so ein bisschen Science Fiction, für so ein bisschen Zukunftsparalleluniversen, wie auch immer Kram. Gar nicht. Ich eigentlich gar nicht. Und ich habe es geliebt. Wirklich geliebt. Dementsprechend, ich finde es sehr packend. Lest es also. Und deswegen habe ich eben auch zu diesem Werk hier gegriffen, weil ich mir dachte, der Autor hat mir so gut gefallen, wie er das hingekriegt hat, mich mitzunehmen und zu packen. Vielleicht schafft er es auch bei dieser Trilogie und den ersten Teil habe ich hier. Von Christina Lauren, Nichts als Liebe. Auch dieses Buch steht schon ewig bei mir und es ist, finde ich, wunderhübsch mit diesen goldenen Sprenkeln, Sternen, wie auch immer, auf dem Cover, dieser Lichterkette, diesen Pärchen hier unten. Ach Gott, ein Roman über das ganze Glück, aber auch den ganzen Kummer, den die Liebe manchmal für uns bereithält. Ja, klingt schon mal richtig gut. Manchmal braucht man nichts als Liebe. Macy führt ein Leben, in dem sie keine großen Gefühle riskieren muss. Sie ist mit einem netten Mann zusammen, den sie heiraten wird und versinkt in ihrer Arbeit als Kinderärztin. Dann läuft ihr Elliot über den Weg, der ihre erste Liebe war. Schon bald bekommt Macys sorgsam errichtete Fassade Risse. Denn einst bedeutete Elliot ihr die ganze Welt, bis er ihr für alle Zeiten das Herz brach. Nun, 11 Jahre später, sind sie einander fremd geworden. Zu viel ist passiert, was sich nicht mehr gut machen lässt. Oder ist da noch etwas zwischen ihnen, das ihnen die Kraft gibt, die Vergangenheit zu überwinden? Ich bin sehr gespannt. Es hört sich richtig gut an, richtig nach viel Hoch und Herzschmerz und Mitfiebern im romantischen Sinne. Und ich liebe das Cover. Ich kann nichts anders. Katrin Wesling oder Wesling, Super und dir. Ein Buch, auf das ich sehr gespannt war. Ich wollte eigentlich auch zur Lesung gehen, bin ich dann doch nicht. Nicht wegen Corona, sondern aus anderen Gründen. Denn ich habe das Buch angefangen und den Anfang finde ich sehr, sehr schön. Muss ich einmal so sagen. Hinten drauf steht noch als Kommentar, ich glaube, Katrin Wesling hat den Roman ihrer Generation geschrieben. Ich war begeistert von diesem Kommentar und dachte mir, naja, gut, dann lesen wir das mal. Es fängt an mit, heute ist mein Geburtstag. Ich bin 31 Jahre alt, mein Körper wohl eher 105. Zumindest fühlt er sich so an. Emotional bin ich so unreif, dass ich auch den vierten Anruf meiner Mutter an diesem Tag ignoriere. Im Schnitt macht das nicht 31, das weiß sogar ich. Fünfter Anruf zu Hause, dazu eine SMS. Jemand hat eine Nachricht auf meiner Mailbox hinterlassen. Die Marlene, die ich mir manchmal vorstelle, wenn ich Marlene tut so, als sei sie erwachsen spiele, hätte sich heute Freunde eingeladen, einen Kuchen gebacken, den antiken Holztisch abgewischt und Getränke kaltgestellt. Diese Marlene würde Geschenke auspacken und sehr oft sehr hohe Töne von sich geben und ständig wiederholen, wie total überraschend, wie absolut süß, wie süß das Zeug, wie absolut lieb, wie süß das Zeug sei, das sie auspackt, mit dem sie gar nicht gerechnet habe, weil es doch nicht nötig gewesen wäre. Komm her, Maus, lass dich drücken, ich hab dich so lieb, noch jemand Prosecco? Menschen, die nicht so sind wie ich, würden nicht in einer sehr großen Wohnung wohnen, in der zu wenig Möbel stehen. Sie würden sich benehmen, wie es Erwachsene tun. Und so eine Erwachsene wäre nicht erst gegen Abend aufgewacht und würde nicht darüber nachdenken, was deprimierender ist, dass der Geruch des schimmelnden Geschirrs im Waschbecken in der Küche langsam auch ins Schlafzimmer kriecht oder dass niemand außer ihr davon weiß, die heute Geburtstag hat, die Tür nicht, oder dass niemand außer ihr davon weiß, die heute Geburtstag hat, die Tür nicht aufmacht und sich von tiefgekühlten Himbeeren und Wodka ernährt. Diese erwachsene Frau würde sich das Mädchen ansehen und denken, zum Glück ist das nicht mein Leben, zum Glück bin ich nicht Marlene Beckmann. Marlene Beckmann jedoch hat keine Wahl. Sie muss Marlene Beckmann sein. Und so weiter. Ich finde, es ist echt gut geschrieben. Also die Art, der Schreibstil. Dennoch habe ich Riesenprobleme damit. Ich habe es dann angefangen zu lesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit ich gekommen bin. So zwei, drei Kapitel werden es schon gewesen sein. Also ich habe wirklich reingelesen und mich darauf eingelassen. Allerdings dreht sich so schnell, so viel nur ums Rauchen und ums Trinken und auch andere Drogen, dass ich mir dachte, das lese ich nicht. Also auch wenn sie in dem Fall ungefähr meine Generation ist, also ich bin es nicht. Das heißt, es ist irgendwie nicht meine Generation so oder zumindest nicht so, wie ich bin. Ich kann mich damit nicht identifizieren und auch ich kann das nicht lesen. Also andere können das vielleicht und das irgendwie so abschotten von sich, aber
Ich kann dieses Buch nicht lesen. Ich finde es sehr schade und werde es auch aussortieren, aber es funktioniert leider für mich nicht. Also deswegen eingezogen, aber auch schon wieder am Ausziehen von Beth O'Leary. Love to Share ist bei mir eingezogen. Ich besitze bereits die englische Ausgabe, The Flatshare, von ihr und wollte das eigentlich lesen im letzten Sommer, habe das nicht getan, beziehungsweise nur angefangen, aber abgebrochen aufgrund privater Dinge und habe in diesem Jahr eben das gekauft und habe es dann im Februar, nee, März zusammen mit Lisa gelesen, hat mich sehr gefreut. Es war ein wahnsinnig tolles Buch. Wer es noch nicht kennt, unbedingt entdecken. Tiffy und Leon begleiten durch ihre Reise gemeinsam in einer Wohnung, die sie sich teilen, aber sich nicht treffen. Es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Dann habe ich auch gelesen, beziehungsweise gekauft und dann im Februar oder März gelesen von Gary Chapman, Fünf Sprachen, die fünf Sprachen der Liebe. Wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Näheres dazu habe ich euch vorgeschwärmt im Lesemonat. Das heißt, guckt doch da mal vorbei. Es ist ein sehr, sehr schöner, hier steht der Nummer 1 Beziehungsratgeber. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Sachbuch darüber, wie Kommunikation funktionieren kann. Und das vor allem in Beziehung. Und man entdeckt sich ein ganzes Stück weit näher und lernt sich besser kennen und auch andere Menschen. Und das ist ganz gut so, glaube ich. Wir profitieren davon nur, wenn wir mit anderen gut kommunizieren können. Dann zwei Bücher von Guy Winch, How to Fix a Broken Heart und Emotional First Aid, Healing, Rejection, Guilt und Failure and Other Everyday Hurts. Ich bin auf den Herrn gestoßen über, ich glaube, ein TED-Talk war das und habe mir dann angeguckt, dass er auch Bücher geschrieben hat. Wollte die unbedingt auf Englisch hier haben, habe schon ein bisschen reingelesen, werde das aber vermutlich noch ein bisschen tun auch und habe den Eindruck, er hat da irgendwie ganz vernünftige Ansätze. Deswegen, ja, so ein bisschen Broken Heart Healing, überhaupt Emotional First Aid finde ich auch sehr schön als Begriff. Heal small emotional injuries before they become big ones. Ich freue mich sehr darauf, da noch ein bisschen abzutauchen. Ich befürchte, ich werde viel weinen. Aber manchmal ist es sehr gut, um zu heilen. Von Elaine de Botton, Der Lauf der Liebe. Mich hat sowohl das Cover gekriegt, als auch der Klappentext, der da folgt. Am Anfang ist jede Liebe leicht. Aber wie geht es mit dir weiter? Einfühlsam und klug zeigt uns Elaine de Botton, warum sich das Wagnis der Liebe lohnt und wie es gelingt, das Glück zu zweit zu finden. Der Erfolg einer Beziehung besteht nicht darin, vernünftig zu sein, sondern zuzugeben, in manchen Dingen verrückt zu sein. Und ja, es hat mich angesprochen. Für mich klingt es ein Stück weit auch sehr nach einem ruhigen Buch. Eigentlich einem ruhigen Buch über die Liebe. Nicht zu aufregend, nicht zu aufgeputscht, nicht zu überbordend kitschig. Deswegen dürfte das einziehen. Es klingt so erwachsen. Nach einem Erwachsenenbuch. So, dann haben wir noch von René Calino Dieser eine Augenblick. Dieses Buch freut mich eigentlich sehr, dass ich das hochhalten darf. Dieses Buch habe ich im Januar gekauft. Es war ein Coverkauf, definitiv. Und hinten drauf steht: In der Liebe zählt jeder Moment. Als Charlotte auf da. Ach Quatsch. Als Charlotte auf Adam trifft, ist es, als würden. Oder Charlotte auf Adam. Als würden sie sich schon ewig kennen. Sie verbringen eine wunderbare Nacht zusammen. Am nächsten Morgen jedoch ist er wie verwandelt und zeigt ihr die kalte Schulter. Aber Charlotte kann den mysteriösen Fremden nicht vergessen, der ihr in nur einer Nacht das Herz gebrochen hat. Sie macht sich auf die Suche nach ihm, um endlich Klarheit zu bekommen. Doch sie ahnt nicht, dass Adam ein Geheimnis hat, das ihr Leben für immer verändern wird. Dieses Buch müssen Sie einfach lesen. 100% Gefühle vom Anfang bis zum Ende. Und das wurde mir auch schon bestätigt von meiner besten Freundin Lisa. Die hat dieses Buch gelesen und geliebt. Wer übrigens ein bisschen mehr von Lisa erfahren möchte, wenn ich die ganze Zeit von ihr spreche, der darf einfach mal bei Instagram vorbeigucken. Auf ihrem Instagram-Account Zeilengewitter spricht sie, schwärmt sie über Bücher und das ist wunderschön, ihr dabei zuzuschauen und natürlich noch schöner mit ihr gemeinsam zu lesen. Das werden wir wohl nicht gemeinsam lesen, aber ich werde es demnächst entdecken und freue mich schon riesig darauf. Ich finde auch die Gestaltung hier wieder wahnsinnig toll. Wahnsinnig gut gestaltetes, herrliches Buch. Ich bin schon sehr oft darum, um dieses Buch herumgeschlichen von Lynrina Anyment Crumbs Staubchronik. Es geht um das England 1890, Kleider, Bälle und die Suche nach dem perfekten Ehemann. Das ist es, was sich Annemans Mutter für ihre Tochter wünscht.
Doch Annie hat anderes im Sinn. Sie lebt in einer Welt aus Büchern und bemüht sich, der Realität mit Scharfsinn und einer gehörigen Portion Sarkasmus aus dem Weg zu gehen, bis diese an ihre Tür klopft und ihr ein Angebot macht, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Ein Monat in London, eine riesige, vollautomatische Suchmaschine, die Umstände der weniger Privilegierten und eine Arbeitsstelle in einer Bibliothek. Und natürlich Gefühle, die sie bis dahin nur aus Büchern kannte. Ein herrlich gestaltetes Buch aus dem Drachenmond Verlag. Ich habe dieses Buch auch ein bisschen besonders. Ich habe das gekauft, zusammen mit Judith. Und Judith, oh, ich vermisse sie sehr. Judith kenne ich vom Tanzen. Wir machen zusammen beim Offiziersanwärter-Tanzkurs mit, damit die Herren auch nicht tanzen lernen. Und wir haben uns da kennengelernt und können jetzt ja leider uns nicht sehen, aber wir haben dieses Buch gemeinsam gekauft, also jeder ein Exemplar. Und sie hat es bereits gelesen auf ihrer Reise nach Neuseeland in diesem Jahr. Und ja, ich will es auch ganz bald entdecken. Es soll wohl sehr ruhig sein, sehr, sehr bedächtig, irgendwie nicht so aufregend. Sie hat es schon gelesen und hat gemeint, es war herrlich, es war richtig, richtig schön. Und deswegen möchte ich es natürlich auch ganz bald entdecken. Das war eine Riesenmenge an Büchern aus dem Januar. Ich hoffe, es war irgendwas Spannendes für euch dabei. Es war sehr wild durchmischt, merke ich wieder. Und ich muss auch mal gucken. Ich habe die jetzt überall rausgekramt, diese Bücher. Ich muss die erstmal verstauen wieder. Es folgen noch die Bücher aus Februar und März. Das bekommt ihr dann auch zu sehen. Und damit verabschiede ich mich erstmal von hier. Lest schöne Bücher. Meinetwegen kauft auch schöne Bücher. Ja, unterstützt den Buchhandel. Besonders den lokalen. Bitte direkt bei eurer Buchhandlung bestellen oder bei Genial Lokal. Nicht, ihr wisst schon, bei dem großen bösen A. Ja, dass wir diese Zeit alle heil überstehen und dass unsere Buchhandlungen bestehen bleiben. Denn wir sind doch alle, wenn wir hier sind, dann können wir Klartext reden. Wir sind doch alle riesengroße Book-Nerds und lieben es, auch in Buchhandlungen zu gehen, wenn wir das wieder dürfen. Deswegen kauft direkt bei denen. Da tut ihr denen was Gutes und ja, vielleicht wurdet ihr für irgendein Buch auch inspiriert, das ich jetzt gerade hochgehalten habe. Deswegen lest schöne Bücher. Bis ganz bald. Und tschüss.